Hey Rockstars, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Lead Like a Rockstar. Und heute habe ich einen Gast bei mir sitzen, den durfte ich, lass mich lügen. Es ist 1,5 Jahre her, fast 2 Jahre her. Ist länger, glaube ich. Ist schon länger her. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall ist es schon echt länger her. Und ich durfte sie kennenlernen als eine mega Frau, die echt was auf dem Kasten hat. Denn ich durfte fast einen ganzen Tag von ihr lernen und hat einen echt bleibenden Eindruck hinterlassen. Und auch unter anderem ein Grund, warum sie heute im Podcast mit dabei ist. Denn sie ist seit 2005 Unternehmerin, das muss man auch erstmal schaffen, seit 2005 Unternehmerin zu sein, hat ein eigenes Weiterbildungsinstitut, Feminist. Also ich glaube, der eine andere von euch, sobald er das Feminist-Wort hört, weiß er schon ganz genau, um wen es hier geht. Denn sie unterstützt Geschäftsfrauen dabei, sich ja nicht nur weiterzuentwickeln, sondern gerade die Mädels, die Verantwortung, Führungsverantwortung tragen, eben dabei zu unterstützen, ihr Unternehmen aufzubauen. Sie veranstaltet zahlreiche Kongresse in ganz Deutschland und hat das eigene Feminist-Magazin auf die Beine gestellt, was natürlich auch für Frauen ist, und das finde ich geil, von Frauen, ja, mega. Ich bin so der festen Überzeugung, dass wir viel, viel mehr Mädels auf den deutschen Bühnen brauchen. Ja. Expertin auch natürlich in diesem Bereich. Und das finde ich auch mega, gerade im Bereich Vertrieb, weil ich weiß ja, dass du für einen ganz, 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 ganz großen dabei unterstützt hast, glaube ich, in den Anfangszeiten unter anderem auch, ne, denjenigen auch groß zu machen. Ja. Aber da wirst du wahrscheinlich ein bisschen noch was erzählen im Interview. Mal gucken. Sie ist Dozentin, habe ich schon erwähnt, der Steinbeis Hochschule, dort durfte ich auch von ihr lernen. Und was haben wir noch Geiles hier draufstehen? Hey, Marketingvorstand bei den deutschen Managerverbänden, Fokus, Stern, Cash, Handelsblatt und die Wirtschaftswochen haben über sie berichtet. Chapeau. Und hört sich gut an. Qualitätsexperte und vor allem Top-Speakerin, dafür ist sie heute natürlich auch da. Und Buchautorin. Weißt du was, den Rest, den will ich selbst erfahren. Also ich bin ja jetzt schon klein mit Hut, wenn ich nur diese Moderation lese. Marina Fries, oder darf ich auch schon den neuen Namen nennen? Ja, also da bin ich ja nicht Fisch, nicht Fleisch, ne? Manchmal sage ich Marina Fries, manchmal Marina Fries-Henze, aber weil das Fries-Henze nur da draus kommt, auch wenn ich mich am Telefon melde, dann sage ich mal, hallo Marina Fries-Henze. Aber du kannst mich nennen, wie du willst. Marina Fries-Henze. Fries-Henze. Herzlich willkommen im Lead Like a Rockstar Podcast und TV. Dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst für uns. Sehr gerne. Wer mich kennt, weiß ja, dass wir direkt auf den Punkt kommen. Wir starten direkt. Und die allererste Frage, die natürlich die Zuschauer und Zuhörer interessiert, aber vor allem mich interessiert, ist, ich meine, du bist ja nicht morgens aufgestanden und hast dir gesagt, aber hab irgendwie Lust, heute unterstütze ich mal die Frauen, das Unternehmen aufzubauen. Sondern mich würde interessieren, warum tust du das, was du gerade tust? Und vor allem, wie bist du da hingekommen? Okay, also ich bin tatsächlich in diese Branche überhaupt gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Also ich habe ja mal Kosmetikerin gelernt. Eigentlich wollte ich Visagistin werden, wollte um die Weltgeschichte reisen, Stars und Sternchen quasi schminken. Habe dann aber während meiner Kosmetikausbildung gemerkt, oh Mist, da muss ich noch ganz schön viele Ausbildungen dafür machen. Und dachte ich, boah, nee, ich will lieber Geld verdienen. Deswegen habe ich dann erst mal angefangen, als Kosmetikerin zu arbeiten, habe da aber dann total schnell gemerkt, also das ist irgendwie gar nicht das, was es für mich jetzt wirklich ausmacht im Leben, also auch wenn es gut ist, gar keine Frage, aber ich habe echt gedacht, boah, das gibt's doch gar nicht, ne? So, das ist wirklich nur das, was mich für mein Leben erfüllt. Und habe dann gekündigt, habe aus Verzweiflung, weil ich nicht wusste, wohin mit mir, in einem Callcenter angefangen zu arbeiten, weil ich dachte, naja gut, da musst du nichts für lernen, quatschen kannst du eh, das wirst du irgendwie hinkriegen. So. Und so bin ich in der Weiterbildungsbranche gelandet, erstmal aus dem Callcenter heraus, und die haben mich dann irgendwann gefragt, ob ich mich selbstständig machen will und selbstständig halt im Seminarvertrieb tätig sein will. Aus dem Callcenter raus? Ja, genau. Okay.
Ja, naja, deswegen sage ich ja, wie die Jungfrau zum Kind, ne? Also das ist schon eine strange Story irgendwie. Ja, und dann bin ich nach Hause gegangen, das weiß ich noch, zu meiner Mutter, sage ich, du Mama, wie sieht's denn aus, wenn ich mich jetzt selbstständig mache und das geht daneben, hältst du mich noch ein paar Jahre aus? Ich meine, ich war 20 zu der Zeit, ne? Mit 21 habe ich mich dann selbstständig gemacht. Ich bin im August 21 geworden, im August habe ich mich selbstständig gemacht. Ja, und dann habe ich das mal gemacht, ne? Und dann habe ich erst einen Trainer vermarktet, bis es den dann irgendwann nicht mehr gab, aus diversesten Gründen. Dann habe ich meine erste Bruchlandung hingelegt, Okay. finanziell quasi. Mit 23 war ich dann, ja, und dann habe ich beim Markenvertrieb angefangen, ne? Das war dann quasi, ja, jetzt vor 11 Jahren Magalal, unfassbar. ne? Ja, genau. 11 Jahre ist das her. Da war er noch ganz klein. Da waren die Veranstaltungen irgendwie 20 Personen oder sowas, wo es jetzt 2.000, 3.000, 4.000 sind. Ja, so ist es. Okay. Bin ich mit dem um die Lande gezogen. Ja. Und wie bist du dann zu Feminist gekommen? Ich habe bei Marc natürlich relativ schnell viel aufgebaut, weil ich bin halt einfach schon von Natur aus her eher ehrgeizig, ne? Und will so meinen Weg gehen und ich habe dann sehr schnell dort, also der hat ja so eine Vertriebsstruktur, die höchste Vertriebsstufe erreicht und viel, viel gelernt, viel Know-how angesammelt. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, für mich ist jetzt so das Lernen vorbei, ne? Dieses Okay. Wachsen vorbei. Und ich bin halt einer, ich muss wachsen, ich muss lernen, ansonsten wird mir einfach langweilig. Und da habe ich dann gedacht, okay, ich will was Eigenes und ich wusste aber ganz lange Zeit nicht was, weil ich gedacht habe, naja, ich weiß, ich will in der Weiterbildungsbranche sein, aber wusste schon, ich muss dich positionieren und so weiter und so fort. Ne? Ich denke, oh Gott, auf was positionierst du dich? Und dann weiß ich noch, habe ich mich angemeldet zum Seminar von Tony Robbins, das war 2011 und ich bin schon so lange mit diesem Gedanken schwanger gegangen, dass ich gesagt habe, okay, nach diesen 4 Tagen, das war damals noch in Rimini, jetzt macht das ja, glaube ich, in London, will ich wissen, wo für mich die berufliche Reise hingeht. Und wie auch immer, ich habe gedacht, ich vertraue da jetzt drauf, das wird schon irgendwie eine Antwort kommen. Und ich habe dann beim Seminar vom Tony, weil da sind ja gerade ein paar tausend Leute, habe ich super viele wieder getroffen, die ich damals bei Marc eben kennengelernt hatte. Ne? Und gerade die Frauen sind halt zu mir hergekommen und gesagt, Mensch, Marina, das ist ja Wahnsinn, wie du dich entwickelt hast in der Zeit, was hast du gemacht und wie ging das und so. Ja, mein Vertriebsherz, was halt relativ hoch schlägt, hat dann gesagt, oh, da scheint ja ein Markt da zu sein. Ne? Okay. Ja, und so kam ich zu den Frauen und aus einer Anfangsgeschäftsidee wurde halt dann letzten Endes echt eine Leidenschaft und seit 2012 setze ich mich jetzt wirklich aktiv dafür ein, dass mehr Frauen ihre Botschaft raustragen können in die Welt, was mir einfach echt wichtig ist, dass sie auch die Chance bekommen, und sich die Chance auch holen. Das ist auch so ein Thema. Also ich bin jetzt nicht so, wie viele denken, irgendwie, ich bin gegen die Veranstalter, die nur Männer auf der Bühne haben, überhaupt nicht. Es ist so eine Mischung aus, gebt eine Chance und holt euch die Chance. Warum ist dir das so wichtig, Marina, dass Frauen auf die Bühne kommen und ihre Botschaft transportieren? Naja, weil wir ja auch viel zu sagen haben, ne? Wir haben ja auch viele Erfahrungen gemacht, wir haben ja auch viel Wissen, was wir weitergeben können. Und ich habe natürlich gesehen jetzt, oder ich sehe immer noch die Unterschiede, wie es ist, wenn man von einem Mann lernt, wie zu dem, wenn man von einer Frau lernt, vor allem als Frau. Und ich finde, es tut den Frauen schon gut, auch ein paar weibliche Vorbilder mal zu haben, ne? An denen sie sich mal orientieren können, wo sie mal gucken können, wie macht die das? Nur ich merke halt oft, dass wenn ich jetzt jemanden frage, eine Frau, die wirklich gut ist, und ich frage die, hey, hast du Bock, bei mir auf der Bühne mal darüber zu berichten, über deine Erfolgsgeheimnisse und, dann sage ich so, um Gottes Willen, nein, oh Gott, das kann ich, dann traue ich mich nicht, und das weiß ich, ne? Wo ich denke, oh, ne, so wird das nichts mit den Vorbildern in Deutschland. Sorry, wenn ich da immer so ein bisschen Ja, reingrätsche. mach. Aber was sind, was, ich stelle mir immer die Frage, was ist denn der, was sind denn die Hauptgründe, warum sich Frauen, oder ja doch, warum sich Frauen nicht auf die Bühne trauen? Also ich meine, Bühne ist ja relativ, ne? Bühne kann ja 1:1 sein, in einem Meeting irgendwie, ne? Also es muss ja nicht immer gleich vor tausend von Menschen sprechen, ne?
Ja, also ich glaube, dass in diesem 1:1 trauen sie sich doch schon meistens, ne? Oder vielleicht auch so in kleineren Meetings. Aber ich meine, es ist ja statistisch nachgewiesen, dass es mehr Menschen gibt, die Angst davor haben, von einer Gruppe zu sprechen, als davor zu sterben. Und das sind ja nicht nur die Frauen, aber es sind halt vermehrt die Frauen. Und natürlich, ganz ehrlich, ich sehe das ja bei mir auch, durch diese Sichtbarkeit, die ich erreiche jetzt mit Feminist und mit den ganzen Aktivitäten, gibt es natürlich immer die Momente, wo ich auch angegriffen werde für das, was ich tue oder für das, was ich bin. Das ist einfach so. Okay. Ne? Also ich glaube, umso sichtbarer du wirst, umso erfolgreicher du wirst, umso mehr Menschen gibt es, die dich auf irgendeine Art und Weise auch mal anpinkeln wollen. Klar, weil du sonst, wenn du unterm Radar fliegst und dich keiner wahrnimmt, dann bist du ja auch, du bist keine Konkurrenz. Dann ist natürlich auch, du musst natürlich eine eigene Meinung vertreten und ich habe eine starke Meinung und die vertrete ich auch. Und umso stärker deine eigene Meinung ist, umso mehr gibt es, die vielleicht sagen, die Meinung vertrete ich nicht. Und dann gibt es diejenigen, die sagen es konstruktiv, und dann gibt es aber auch diejenigen, die es einfach auf eine dämliche Art und Weise sagen, weil sie im Leben noch nicht gelernt haben, wie man respektvoll miteinander umgeht. Weißt du, so. Und von daher. Und das ist schon das, was ich auch merke, ne? Also jetzt auch, ich mache immer das Beispiel, weil ja viele sehen ja nur die Spitze des Eisberges. Die sehen ja nur das, wo Feminas oder ich jetzt stehe, aber nicht, wo es herkommt und was unter dieser Wasseroberfläche letzten Endes vergraben ist. Ne? Und als ich mein erstes Buch zum Beispiel rausgebracht habe, ich habe mich Wochen, monatelang gequält, weil ich bin eine gute Rednerin, ich kann dir stundenlang was vorquatschen, aber schreiben ist für mich das Allerschlimmste. Aber ich habe für mich den Anspruch gehabt, dieses Buch selbst zu schreiben. Und dann kam ganz, ganz viel positives Feedback auch über Amazon, aber dann kam halt mal so ein, zwei Ein-Sterne-Bewertungen, dann noch mit dem Kommentar, was weiß ich, der schlechteste Schreibstil, den ich je gelesen habe und keine Ahnung. Ja, da stehst du da und denkst, boah, fuck, echt? So ein Herrlich. Scheiße. Aber das ist halt dann einfach so, ne? So, und dann musst du halt einfach sagen, okay, gut, der oder dem hat es jetzt nicht gefallen, das schüttle ich jetzt ab und geh weiter, ne? Weil du kannst einfach, wenn du Massen erreichst, nicht nur ein paar Menschen, sondern wenn du Massen erreichst, kannst du es nicht jedem recht machen. Und wenn dein Anspruch es ist, es jedem recht zu machen, wirst du nicht den Erfolg haben, den du dir wünschst. Weil dann bist du einfach nur ein Fähnchen im Wind. Dann bist du nichts Außergewöhnliches. Dann bist du kein Mensch mit Format, mit Ecken und Kanten. Und das will doch heutzutage keiner mehr sehen. Ist das ein Erfolgsgeheimnis von dir? Mit Sicherheit, also ja, doch würde ich schon sagen. Also ich habe schon klare Meinung und ich lege mich auch in meiner Meinung manchmal mit Menschen an, auch gerade mit Menschen aus der Weiterbildungsbranche, weil ich bin seit 14 Jahren in der Branche und ich muss einfach sagen, mit 14 Jahren Erfahrung in der Branche kann ich einfach mitreden und ich kann sagen, was ich aus meiner Perspektive für eine Veränderung wahrnehme und wie mich diese Veränderung massiv erschreckt. Weißt du, so. Ja, und damit mache ich mir auch nicht immer Freunde, wenn ich das so offen drüber rede. Aber ich finde, es gibt einfach Dinge, die müssen nur offen ausgesprochen werden und auf den Punkt gebracht werden. Und ich glaube schon, dass das ein Punkt ist, warum ich einfach auch eine starke Community aufbaue, weil die wissen, dass ich mich nicht hinstelle und alles erzähle, nur um irgendwelche Seminare oder Coachings zu verkaufen, sondern dass ich einfach genau das sage, was ich denke und was ich fühle. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was du auch gemeint hast bei Gedankentanken, als wir uns da kennengelernt haben als Dozentin, dass ich da auch einfach ganz offen gesagt habe, wie die Branche ist, wie die Branche tickt, was einen erwartet, wie man am besten vielleicht damit umgeht und eben nicht alles so rosa-rot geredet habe, wie es ganz viele tun, die einfach diese Weiterbildungsbranche gerade mega hypen. Und es ist geil, die Branche, ja, darum geht es nicht. Aber es haben sich ein paar verirrt, die hoffentlich irgendwann wieder einen Ausgang finden aus diesem Bereich. So. Ja, naja. Aber, ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, wenn ich jetzt jemand wäre, wenn ich jetzt mal angenommen, ich wäre jetzt, mal angenommen, ich wäre jetzt jemand, der in dieser Branche Fuß fassen möchte. Ja, also ich habe jetzt in den letzten 3 Jahren, also wie du schon gesagt hast, viele, viele Menschen kommen und sehen und vor allem gerade diejenigen, die sagen, boah, vielleicht haben die auch echt ein geiles Thema, eine mega Botschaft und vielleicht sind es auch echt Typen, ja.
Aber dann habe ich festgestellt, weil das ist ja ein Kernthema bei dir, ist ja gerade in dem Bezug die Frauen, den Frauen ja zu zeigen oder mitzunehmen, wie du eben ein solides Business auf die Beine stellst. Ne? Also vielleicht sogar in dieser Branche. Mhm. Und jetzt mal angenommen, ich wäre jetzt mal komplett frisch in diesem Markt und ich würde jetzt direkt anfangen, jetzt mal unabhängig, ob ich jetzt Männlein oder Weiblein bin. Aber was würdest du jetzt, was hast du konkret gemacht, dass du für dich irgendwann das Selbstbewusstsein hattest zu sagen, ey, ich mach mal ein Ding und mir scheißegal, ob da jetzt von links und rechts andere kommen und sagen, hier mein Buch, die Alpha-DNA ist für den Arsch, ja, sondern ich ziehe mein Ding durch und was kannst du den Jungs und Mädels damit auf den Weg geben? Also was können die konkret tun, damit die eben nicht so ein Fähnchen im Wind sind? Also du hast ein was angesprochen, ich glaube, jetzt klingelt es gleich, wollte ich nur mal kurz vorerwähnen, aber ich ignoriere das. Du hast ein was angesprochen, was ganz wichtig ist, nämlich das Thema, ein solides Business aufzubauen. Und das ist genau der Punkt, den ich ganz, ganz wichtig finde, nämlich dieses Thema solide. Und das ist eine Sache, die hat sich in der Branche komplett verändert. Jeder suggeriert dir, oder nicht jeder, aber ganz viele suggerieren dir, dass dein Business von 0 auf 100 starten kann. Innerhalb der kürzesten Zeit, du nicht viel tun musst, um Millionär zu werden und so weiter und so fort. Also die wildesten Sachen, die letzten Endes da draußen kursieren. Und dieses höher, schneller, weiter sorgt dafür, dass man viele Dinge tut, aber nur zur Hälfte gedacht, ja, oder mit der Hälfte der Qualität. Und wenn ich überlege, was ich für eine Zeit gebraucht habe, um mich als Coach zu positionieren und genug Know-how anzusammeln, um zu behaupten, ich wäre eine Expertin in dem Bereich, und wie jetzt innerhalb von Wochen oder Tagen diese Pseudo-Experten wie Pilze aus dem Boden sprießen, wo ich denke, Herrgott, da erzählt mir jemand, sie macht Businessberatung für Frauen, die selber 0 Euro verdient. Wo ich denke, hallo, also geht's noch? Und das ist das, du merkst, ich werde da voll emotional. Aber das ist das, solide ist das Stichwort. Und wenn du mich fragst, was mein Erfolgsrezept ist, dass ich zuallererst von Experten wirklich gelernt habe. Erstens durch Seminare, Coachings, Weiterbildungen, dass ich ganz viel gemacht habe für mein Know-how und für meine Persönlichkeitsentwicklung. Und das Zweite, dass ich mir die Zeit genommen habe, mit jemandem zusammen dieses Business zu erlernen, nämlich in meinem Fall mit dem Marc. Diese Jahre im Vertrieb, ich habe bestimmt, ich muss mal nachdenken, 4, 5 Jahre hauptberuflich für ihn gearbeitet, bin mit ihm tagelang durch die Weltgeschichte gereist. Ich habe keinen freien Tag gehabt. Ich war von einem Seminar auf den nächsten. Aber ich habe gelernt, wie die Branche funktioniert. Und das war der Grund, warum ich damals ein Jahr nach Firmengründung schon den ersten Feminist-Kongress mit 450 Frauen hingekriegt habe. Nicht, weil ich besser bin wie jeder andere, sondern ich habe mir die Zeit genommen, zu lernen, wie es funktioniert. Und dann läuft es nämlich auch. Und das ist ein solides Fundament. Und wenn ich jemandem was empfehlen kann, dann ist es auf jeden Fall, sich die Zeit zu nehmen, 1, 2 Jahre mindestens mal bei jemandem, der erfolgreich ist, mitzulaufen, ob es im Vertrieb ist oder in einer Art Praktikum ist oder als Mitarbeiter, whatever. Aber das ist für mich eins der Geheimrezepte überhaupt. Guck dir an, Jürgen Höller hat es damals gemacht. Noch, also bevor er in den Knast gekommen ist, hat er mit dem Jörg Löhr zusammengearbeitet, hat auch mit dem Marc Galler zum Beispiel zusammengearbeitet, hat mit ganz vielen zusammengearbeitet, also hat quasi denen beigebracht, wie das Business funktioniert, und es sind jetzt mit die Größten am Markt. Und das ist das eigentliche Erfolgsgeheimnis. Nicht irgendwelche, wie schalte ich Facebook-Ads oder wie mache ich kostenfreie Strategiegespräche oder was weiß ich. Das ist alles nice to have. Aber wenn du dann verkackst bei deiner Dienstleistung, weil du keine Ahnung hast, wie es eigentlich wirklich dann funktioniert und du nur gelernt hast, wie du Umsatz machst, dann reißt du dir das, was du dir aufgebaut hast, hinten wieder mit dem Hintern zusammen. Ja, mega. Dankeschön auch für die offenen und vor allem transparenten Worte, weil ich glaube, das ist eine
Für den einen oder anderen vielleicht auch eine richtig schöne Schelle, ja. Und für den anderen, für den einen. Deswegen sage ich ja, mich mag ich, genau. Ja, aber das, weißt du, das ist ja das, was ich so cool finde bei dir, Marina, weil du sprichst einfach, weißt du, du sagst halt genau das Ding, was gerade auf dem Markt halt wirklich der Fall ist. Ich bemerke das bei mir extrem krass, wenn ich da meine Coaches und Mentees habe und ich frage die Leute, jetzt erzähl mir den wahren Grund, warum du überhaupt auf die Bühne willst. Also warum, ja? Und ich höre dann 10.000 Mal immer nur das Wozu. Mhm. Und dann frage ich wieder, ich habe dich nicht gefragt, wozu du das machst. Ich habe dich gefragt, warum du auf die Bühne willst. Also was ist wirklich der innere Treiber bei dir, warum du... Und dann merkst du da schon, dass ich sage, ich behaupte mal, 80% der Menschen noch gar nicht mal wirklich wissen, sondern von außen aufgeschnappt haben, oh, guck mal, bei dem funktioniert es und bei dem ist ja auch geil und der macht es ja auch erst seit 2 Monaten und da, ich spring da mal mit aufs Pferd. Ja, richtig. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, sobald mal angenommen, du hast wirklich einen als Coachy oder als Mentee, der echt was auf dem Kasten hat und der nur zu dir gekommen ist, weil er genau vielleicht in einem gewissen Bereich noch einfach besser werden will und dann stehst du auf einmal da und kannst oben kratzen, sage ich immer so schön, ne? Es gibt ja viele Trainer und Coaches und Speaker, die oben kratzen, ja. Aber sobald du mal mit denen in die Tiefe gehen willst, hocken die auf einmal da und sagen so, ja, muss ich halt mal ein Buch lesen jetzt, ne, oder so. Und das finde ich halt so mega, weil du hast vorhin schon gesagt, ich habe dich kennengelernt bei Gedankentanken und ich fand es halt geil, dass du da deine Schatzkiste halt aufgemacht hast und halt wirklich so aus dem tiefsten Grund der Schatzkiste erzählt hast, ja. Und es hat mir persönlich extrem die Augen geöffnet, ja. Und ich kann es auch echt nur unterschreiben. Also, ich bin ja auch 3 Jahre mitgelaufen und geguckt und von dem Mentor gelernt, bis irgendwann ich dann halt mein Ding gemacht habe. Ne? Ja, das machst du super gut. Du hast dich mega entwickelt. Ich habe auf einmal, das war so bam, habe ich nur noch überall deinen Namen gehört, denke ich, echt geil, weißt du? Und genau darum geht's. So, und jetzt, guck, und jetzt passiert Folgendes. Jetzt nimmt man dich jetzt auf einmal wahr, weil du jetzt diese Präsenz hast, die du ja über Jahre aufgebaut hast. Und das ist der Punkt. Und was für mich noch wichtig ist, wegen deinem Wozu, ich habe es voll im Hals heute, ich quatsch so viel den ganzen Tag. Will dir was zu trinken? Wegen deinem Wozu. Genau darum geht es nämlich. Und ich weiß, dass die Menschen mittlerweile aufgeklärt genug sind, zu spüren, wer meint es auf der Bühne ernst mit mir und wer ist auf der Bühne, um eine Show abzuziehen. Und die Menschen werden immer aufgeklärter. Das hat eine Zeit lang funktioniert, auch mit diesem ganzen Online-Marketing, weißt du, so, was da auch immer alles so erzählen wurde und keine Ahnung was und jetzt nur für 2 Minuten das und das und das, weißt du, so. Aber die Leute werden aufgeklärter und ich glaube, die haben irgendwann, wird der Punkt kommen, da haben die keinen Bock mehr drauf. Und wenn man dann als Coach und Trainer nur das kann, auf diese Art und Weise, dann ist man schneller weg vom Markt, als man gucken kann. Und das ist das, was ich eingangs auch gesagt habe. Der Markt hat sich komplett gedreht. Das, was ich damals bei Markt zum Beispiel gelernt habe, wie Seminarvertrieb funktioniert, wie man sich ein Business aufbaut, das kannst du heutzutage vergessen. Und es ist erst ein paar Jahre her. Das funktioniert so gar nicht mehr. Businessaufbau funktioniert heute ganz anders. Über Socializing, über Kontakte, über die persönliche Schiene und alles, über Netzwerke, über Geben. Weißt du, so dieses Geben kommt vom Nehmen letzten Endes, wird viel mehr geprägt als vorher. Und ja, von daher muss man da einfach echt mit der Zeit gehen und ein Gefühl dafür kriegen, wie ändert sich die Branche letzten Endes und dann mitgehen. Ansonsten bist du weg vom Fenster. Es gibt total coole Leute, die mich begleitet haben auf meinem Weg in der Selbstständigkeit, die damals echt erfolgreich waren, von denen du jetzt so gut wie nichts mehr hörst, weil die einfach nicht mit der Zeit gegangen sind. Mega. Dankeschön für das ganze offene Gespräch. Sehr geil. Hast du denn heute Menschen, die dich noch weiterhin begleiten und von denen du lernst? Immer, aber es sind jetzt tatsächlich andere Menschen. Also
erstens mal habe ich mich dazu entschieden, in meinem Team ganz viele junge Leute mit reinzuholen, richtig junge Leute. Also jetzt, ich bin ja auch noch jung mit meinen 34, aber die sind so Anfang 20 maximal, weil die dieses Seminar-Business, dieses Coaching-Business wesentlich besser verstehen. Die verstehen es besser als ich mittlerweile, wie der Markt tickt, wirklich, das muss ich echt sagen. Also ich lerne so viel von denen jetzt, es ist echt abgefahren. Und für mich hat sich viel auch geändert für meine Coachings. Also ich mache ja regelmäßig Coachings, ne? Also ein-, zweimal im Monat mindestens, im Moment tatsächlich sogar wöchentlich. Ich mache im Moment viel Aufstellungsarbeit, also nicht von mir als Person, sondern von der Firma Feminas an sich, um zu gucken, wie baue ich das jetzt auf. Ich habe massiv Mitarbeiter aufgebaut die letzten Monate und jetzt merke ich irgendwie so, jetzt muss ich alles sortieren und strukturieren und es ist mega viel los gerade einfach und da hilft mir diese Aufstellungsarbeit gerade total gut, weil die sagt dir ja in dem Moment nichts Neues, aber die spricht aus, was du eh schon spürst, was du dir vielleicht manchmal gar nicht eingestehen willst, weißt du so, weil man ist ja trotzdem geneigt, egal wie ehrgeizig man ist, manchmal den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Wenn dann halt mal jemand das so hingelegt hat und aufgestellt hat und ausgesprochen hat, dann kannst du es nicht mehr, gell? Dann musst du da durch. Und das ist so das, was ich jetzt gerade tatsächlich viel mache. Ja, und gut, also ich gucke mir viele andere Dinge gerade an, um mich inspirieren zu lassen. Das merke ich auch. Das war so ein kleiner Fehler, den ich tatsächlich die letzten Jahre gemacht habe. Ich war viel in meiner eigenen Welt unterwegs, weil ich gar keinen Bock mehr hatte, rauszugehen. Ich war so viel auf Seminaren und Veranstaltungen und so. Ich war so satt davon einfach, weil es immer wieder, entschuldigt, aber das gleiche Labarababa ist. Egal, wo du hingehst, und ich denke, okay, alles klar, und schon wieder dasselbe. Ja. Und ich habe da keinen Bock mehr drauf gehabt, aber jetzt habe ich gemerkt, so, fuck, der Markt hat sich so verändert, jetzt musst du echt mal wieder rausgehen und gucken, was so die anderen machen und dir einfach auch mal Inspirationen suchen. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass du andere kopierst, aber ich finde, Inspirationen sind total wichtig einfach, ne? Und so wie viele zu mir, zu Feminist kommen, um sich Inspirationen für ihr eigenes Business zu holen, muss ich halt auch rausgehen und mir Inspirationen holen. Also das war auch so ein Learning dieses Jahr für mich, einfach tatsächlich mal ein bisschen mehr rauszugehen, mir Veranstaltungen anzugucken, wirklich erfolgreiche Trainer auch nochmal anzugucken und zu analysieren, was machen die, wie gesagt, weil sich der Markt einfach komplett verändert hat. Ne? Cool. Gab es denn auf diesem Weg jetzt zu der Top-Speakerin und Top-Unternehmerin, die die Frauen groß macht und stark macht, gab es denn auf diesem Weg mal einen Punkt, eine Situation, wo du sagst, Alter, ich hab da echt keinen Bock mehr drauf. Das geht. Also, wo du vielleicht sogar kurz davor warst zu sagen, ey, ich, keine Ahnung, ich schmeiß hin und das irgendwie, ich vielleicht sogar mit dem Gedanken gespielt hast zu sagen, ich gehe vielleicht wieder zurück ins Angestelltenverhältnis oder so. Gab's mal so Situationen? Also ich habe nie gedacht, ich schmeiß es wirklich hin und ich habe auch nie gedacht, ich gehe ins Angestelltenverhältnis. Aber natürlich hast du die Momente und ich finde, das ist doch voll menschlich, wenn so vieles auf dich einprasselt und du hast ja Phasen, also ohne jetzt einen Glaubenssatz schüren zu wollen oder sowas, aber in meinem Leben ist es zumindest so, da hast du Phasen, da geht's hoch und du merkst, boah, ich bin voll im Flow. Ja. Und dann gibt's auf einmal wieder eine Phase, pam, wo du denkst, und da noch, und da noch, und da noch, und da noch, und du denkst dir, oh, leck mich doch am Arsch, das kann doch jetzt nur eine Phase sein, ist es so. Und natürlich habe ich diese Phasen auch. Und natürlich werde ich von Phase zu Phase stärker, um damit umzugehen, aber es kommt trotzdem mal dieses, scheiße, ey, warum machst du das eigentlich? Warum tust du dir das an? Warum gehst du denn einfach wie 90% der Menschen regelmäßig deinem Job nach? Irgendwie kommst abends um 7 nach Hause, legst die Beine hoch, chillst eine Runde, guckst Fernsehen und machst am nächsten Tag dasselbe. Ich meine, in dem Moment, wo ich mir darüber Gedanken mache, merke ich schon Blödsinn. Da würde ich eingehen wie eine Primel, ne? Sagt man bei uns in Franken. So, würde ich nie machen. Aber natürlich gibt es mal diese Momente der Schwäche, wenn einfach
Dinge einem zu viel werden. Und ich finde, es ist einfach menschlich. Wir sind ja keine Roboter, ne? Ja. Was machst du da konkret in so einem Moment? Also ich mache tatsächlich... Ich glaube, hier hören ganz viele zu, die entweder gerade am Anfang sind und vielleicht jetzt sogar schon scheiß überfordert und, und noch gar nicht wirklich angefangen. Kennst du wahrscheinlich auch, ne? Diese ganzen Seminar-Junkies springen von A nach B, C, 1000 Bücher, 30 Podcasts, 5 Millionen, keine Ahnung was, ja? Aber einfach komplett überfordert sind und nicht in die Umsetzung kommen. Ja, also es gibt unterschiedliche Dinge. Eins ist, dass ich mir dann zum Beispiel auf jeden Fall einen Coach suche, mit dem ich dann dran arbeite. Also ich habe jetzt mittlerweile tatsächlich meine feste Base, aber manchmal ändert sich's ja. Wenn du dich persönlich weiterentwickelst, kann es auch sein, dass man in der Zeit einfach mal den Coach wechselt, was auch völlig legitim ist, ne? Weil ich finde, jeder hat so seine Zeit auch, ne? Und das ist das Erste. Also das heißt, wenn es wie jetzt halt, ne? Dieses Thema Aufstellung entstand auch aus einer Art Überforderung, einer positiven Überforderung, weil einfach Feminist so rapide gewachsen ist innerhalb der kürzesten Zeit, dass ich einfach gemerkt habe, boah shit, jetzt bin ich gerade irgendwie an einem Punkt, da brauche ich Unterstützung, weißt du, so, dass ich das alles einfach mal wieder so in den Flow kriege, ne? So, und dann habe ich dann diese Aufstellungsarbeit gemacht, habe mir noch einen Coach geholt für das Thema Organisation, der nochmal von außen drauf geguckt hat, weil das eine ist immer, egal wie organisiert du bist, wenn du in deinen eigenen Prozessen drinnen bist, dann bringt dir das oft viel mehr, wenn jemand von außen nochmal drauf guckt und sagt, hier, da und das und das. Also ich hole mir auf jeden Fall immer Unterstützung, und wenn es jetzt mal so kleine Punkte sind, was weiß ich, wo es mich vielleicht mal emotional runterzieht, jemand beschwert sich oder jemand sagt irgendwas, was mich trifft, oder es gibt eine Situation, die gerade schwierig ist, mache ich tatsächlich eins. Es gibt eine Technik, die heißt Windwave. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst. Das ist eine Technik, die wende ich in meinen Coachings auch sehr gerne an, weil die voll effektiv ist. Und bei Windwave, also auch, ich mache jetzt mal Schleichwerbung, ja, aber weil ich finde, ich stehe da voll dahinter. Auf windwave.com gibt es die Möglichkeit, sich unter MP3 so eine Musik runterzuladen. Das heißt, also ich nehme immer Strandspaziergang, heißt die. Da kann man sich mal durchklicken. Und das mache ich dann auf meine Kopfhörer. Ich habe dann so Kopfhörer, das ist wichtig. Die müssen dann in die Ohren rein und höre diese Musik und gehe in diese Emotion rein, die ich gerade habe, die mich gerade blockiert. Also ich lege mich dann zurück oder gehe kurz irgendwie mal raus oder was weiß ich. Also so ein bisschen Change, State Change auch. Und höre dann diese Musik und dann merkt man, wie sich dieses Gefühl neutralisiert einfach, wie du aus dieser Emotion rauskommst. Und das ist was, was mir super gut im Alltag hilft, wenn ich merke, irgendwie, boah, irgendwie bin ich in so einem Stuck-State oder in einem komischen Zustand oder sowas, ne? Klar, ich meine, man kann auch einfach hergehen und seine Lieblingsmusik mal ein paar Minuten laut aufdrehen und ein bisschen abdancen, das hilft auch. Aber wichtig ist, nicht in diesen Zustand zu verharren und auf Zwang eine Lösung für diesen Zustand in dem Moment zu finden, sondern erstmal aus der Situation rauszugehen, andere Dinge zu tun, die einem gut tun. Man kann ja auch eine Runde joggen gehen oder was weiß ich noch was. Aber dann danach sich wieder hinzusetzen und zu sagen, okay, wie sieht jetzt eine Lösung aus? Und das hilft mir immer. Ja. Mega. Ich glaube, das Besondere bei Windwave oder jetzt, was du gerade angesprochen hast mit dieser Windwave-Musik, ist ja das Besondere, dass du ja eine gewisse Frequenz in diesem Song hast. Also für die das nicht kennen, in der Regel ist es ja so, dass du ja rechts und links in den Kopfhörern immer wieder so kleine Impulse hast, ne? So dung, 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 dung. Und es dient ja, dass beide Hirnhälften zusammenarbeiten und dadurch entsteht halt eine neue Synergie bzw. Kombination und da brauchst du eben entsprechend die Emotionen. Also die Emotion wird von der Situation getrennt und deswegen finde ich dieses Tool extrem geil und ich glaube, Basisausstattung für jeden Coach, der da draußen wirklich Menschen unterstützen will und helfen will. NLP und Windwave. Aber gut, Windwave kann man ja meistens, glaube ich zumindest, es war mal so zu meiner Zeit, dass man Windwave eh nur mit NLP-Ausbildung oder so lernen kann. Das glaube ich halt auch noch so.
Genau. Deswegen, also das ist auf jeden Fall ganz wichtig, weil dann ist passiert Folgendes, dass du eben als Coach nicht nur an der Oberfläche, an den Strategien arbeiten kannst, sondern genau, du kannst tiefer gehen. Weil das merke ich, wenn ich meine Business-Coachings mache, jetzt mache ich die nicht mehr 1:1, hatte ich jetzt die ganze Zeit gemacht, aber ich schaffe es einfach zeitlich nicht mehr, deswegen habe ich es umstrukturiert, aber es ist immer noch ein Part Wingwave dabei. Weil einfach, ja, es bringt dir nichts, wenn du die geilsten Strategien hast und dein Unterbewusstsein dich permanent weiterhin blockiert. Meine Worte, genau das sage ich auch. Was bringt mir das, wenn ich Trainern, Coaches, Speaker Speaking-Tools beibringe oder jetzt in dem Fall dann auch Leadership-Tools beibringe, aber die ganzen Blockaden und Limitierungen sind so drin, dass die Leute einfach nicht ins Umsetzen kommen, weil sie was auch immer zweifeln, Schiss haben zu scheitern und was auch immer. Ja. Aber auch ein Grund, warum ich die Ausbildung gemacht habe, ja, weil ich ganz klar gesagt habe, ich will erstmal das Fundament aufmachen. Ne, das ist wie draußen so ein Rasen, so ein Garten. Da musst du ja auch, wie sagt man, vikatokutieren oder so ähnlich, ja? Da musst du ja auch. Ja, danke. Ich bin Ausländer. Ich bin am Viehkart hochgekauft, du. Ich kenne mich jetzt aus. Ich bin Ausländer, ich darf das. So, auf jeden Fall. Musst du ja auch erstmal den Boden aufwühlen, ja? Damit du da wieder neue Samen pflanzen kannst und die Blümchen da sprießen, ja? Mega, mega geil. Du hast jetzt gerade extrem viel gesprochen von dem, was du tust und wie du deine Jungs und Mädels, beziehungsweise die Mädels mit auf den Weg nimmst. Wenn die Mädels, die gerade hier zuschauen, aber ich denke auch der eine andere junge Mann, der vielleicht auch mal so ein bisschen Kontakt zu dir hat, oder sagst du straight, nope, nur Frauen? Ja, tatsächlich, ja. Aber ja, finde ich aber geil, ziehst durch. Also ich meine, wenn jemand eine Empfehlung für einen fantastischen Coach braucht, dann kann er auch gerne kommen. Oder für eine Frau, die Männer coacht. Aber ich mache es tatsächlich gar nicht. Okay, also dann für alle Mädels, die hier gerade zuschauen und sagen, ey, ich finde die mega und ich würde gerne mehr von ihr wissen wollen, vielleicht sogar auch eine Verbindung zu ihr aufbauen wollen, um in das Coaching, Mentoring, auch zu deinen Seminaren oder vor allem auch bei der Feminisma dabei zu sein, als Teilnehmer oder eventuell auch als Speakerin auf der Bühne. Wie können die Jungs und Mädels zu dir Kontakt aufbauen? Also am leichtesten ist es tatsächlich über Instagram, marina.fries oder in meiner Feminist-Gruppe, Feminist-Facebook-Gruppe, so rum. Mega aktive Gruppe mit 4000 Frauen mittlerweile, die echt richtig gut drauf sind. Ansonsten feminist.de Podcast habe ich auch, da muss ich ja in einem Podcast ein bisschen Werbung dafür machen. Hören ja podcast-affine Menschen. Ja, also mich findet man eigentlich überall. Man kommt selten an mir vorbei, beziehungsweise an Feminist, weil das Coole ist, mich kennen gar nicht so viele, merke ich immer wieder. Wenn ich unterwegs bin irgendwo, ich war letztens mit dem Rabbi unterwegs, den kennst du ja auch, und da waren wir bei Speakers Excellence und waren dann oben so in diesem VIP-Bereich und dann ist, er kennt da Gott und die Welt, da ist ja jeder Connector vom Herrn. Und dann geht er immer hin und sagt, hey, hier, kennst du die Marina schon? Und alles so, nee, ja, die macht Feminist. Echt, boah, du machst Feminist? Und da geht's los, weißt du? Und das finde ich ganz gut eigentlich, weil dann bin ich nicht so abhängig von dem Ganzen. Das war ja mit Sicherheit, um mal die Brücke zu schlagen, bin ich mir sicher, dass das auch mit ein Grund war, warum damals der Stefan Gedankentanken gegründet hat. Weil er eben auch gesagt hat, boah, ich will nicht die ganze Zeit in meinem Unternehmen arbeiten müssen, wenn da mein Name draufsteht. Ne? Deswegen, ja, also Feminist findet man, mich findet man in der Regel auch. Aber jetzt hast du auch was mega Spannendes, also alles, was Marina gerade gesagt hat, auch alles in den Shownotes, da könnt ihr dann draufklicken und gucken und meine Frau sagt immer so schön, die verfolgen mich alle. Also dürfst du dann auch verfolgen. Nicht folgen, sondern verfolgen. Aber jetzt hast du eine spannende Sache gesagt und das würde ich gerne mal so ein bisschen als Brücke zum Abschluss gerne nehmen wollen. Du hast gesagt, ich ist eigentlich ganz nett, dass die Menschen mich so gar nicht so wirklich kennen, sondern die Marke Feminist kennen. Mhm. Es ist auch wichtig, wenn ich ein Business aufbaue, ganz konkret für mich zu wissen, will ich eine Personenmarke sein oder möchte ich eine Firmenmarke aufbauen? Das ist das allererste. Das ist meine allererste Frage, wenn ich mit jemandem Business Coaching mache. Ja. Dadurch, weißt du, ich habe
einfach erfahren dürfen durch die jahrelange Arbeit mit dem Markt, was es bedeutet, eine Personenmarke zu sein. Und was es gerade im Trainings-, Coachings- und Speakings-Bereich bedeutet, eine Personenmarke zu sein. Ich bin zum Beispiel mit der Susanne Kegger-Langer gut befreundet. Wenn ich sehe, was die runterreißt, hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Hätte ich keinen Bock drauf, bin ich komplett zu faul dafür. Dafür bin ich viel zu gerne zu Hause auf meiner Couch. Und für mich war es damals die richtige Entscheidung zu sagen, ich mache eben keine Personenmarke. Mhm. Na, natürlich bin ich irgendwo ein Stück weit mit das Gesicht von Feminas, aber wenn ich jetzt sage, was weiß ich plane jetzt mit meinem Mann auch ein Kind zusammen, und wenn ich jetzt sage, ich ziehe mich da mal ein Jahr raus, dann läuft Feminas weiter. So habe ich mir Feminas aufgebaut, auch mit externen Coaches und Trainern dabei. Ich bin gerade mal, was das Training betrifft, bin ich bei einem Seminar mit dabei, und das ist bei der Female Speaker School. Ne? Aber ansonsten ziehe ich mich da komplett raus. Und das ist das, ja, ich habe da gestern drüber geredet, glaube ich, meine ich gestern. Ich finde, man muss am Anfang wirklich, wenn man sich selbstständig macht, ein bisschen sein wie Pippi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, und überlege mir wirklich, wie will ich denn meine Welt? Wie will ich denn leben? Wie soll denn mein Tag ausschauen? Wie soll mein Alltag sein? Was sind die Dinge, die ich wirklich gerne mache? Was sind die Dinge, die ich nicht gerne mache? Und darauf ein Business aufzubauen. Weil wenn man das anders macht, dann stürzt einen das innerhalb der kürzesten Zeit wieder zusammen. Deswegen halte ich auch nichts von diesen dogmatischen Coachings, die sagen, so und so und so und so musst du das machen. Funktioniert in meiner Welt nicht. Das funktioniert bestimmt erfolgreich eine gewisse Zeit. Aber dann, wenn du dir irgendwann mal die Sinnfrage stellst, ist es vorbei. Yes. Den habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Sehr, sehr, sehr geil. Wenn du den Begriff Lead Like a Rockstar hörst, was verbindest du damit? Anders zu sein als andere. Punkt. Ja. Okay. Ja. Anders sein als andere. Cool. Gab es denn in deiner, ich liebe diese Frage, also gab es denn in deiner Welt, vielleicht sogar in der Kindheit und vielleicht sogar bis heute eine Band oder ein Musiker, eine Musikerin, die dich geprägt hat? Wenn ja, warum? Also ich war auch da schon sehr an Wachstum interessiert und habe immer irgendwelche anderen gemocht. Also ich kam von Korn direkt über Backstreet Boys. Michael Jackson war zwischendurch auch noch dabei. Tatsächlich muss ich sagen, Band nicht. Wenn du mich nach einem Menschen fragst, ja, aber... Wer war das? Bitte? Wer war das? Für mich auf jeden Fall Oprah Winfrey. Okay. Weil ich die einfach, weißt du, nicht nur dieser, sie ist erfolgreich und macht eine erfolgreiche Talkshow. Für mich geht das viel tiefer, was ich an ihr so geil finde. Nämlich, dass sie einfach mega spirituell ist und es schafft, diese Spiritualität an so eine breite Masse weiterzugeben und damit Akzeptanz zu finden, finde ich einfach geil. Und vor allem auf dieser frischen Art und Weise, ne? Ja, also mit ihrem Super Soul Sunday, was sie da macht bei YouTube, das ist mega cool. Und ich finde Menschen faszinierend, die sich mit was ganz anderem Business aufbauen, vielleicht außerhalb der Weiterbildungsbranche, und dann ihren Namen und ihre Reichweite dafür nutzen, um Menschen die Möglichkeit zu geben, über den Tellerrand zu schauen. Weil oftmals ist es ja so, dass wir uns gar nicht vorstellen können in unserer begrenzten Weiterbildungsbranche, dass es Menschen gibt, die überleben können ohne dieses ganze Wissen, ohne sich coachen zu lassen oder was weiß ich noch was. Und da ist es, finde ich, wichtig, dass auch Menschen dieses Thema weitergeben können, die viele erreichen. Und ich glaube, das ist was, also wenn ich das jetzt noch kurz sagen darf, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, was sich jeder in der Weiterbildungsbranche bewusst sein muss. Wir sind ein Pups im Universum.
Wir sind einfach nur ein Pups im Universum. Ich war letztens eingeladen zu einem Frauennetzwerk. Da waren wir bei der Präsidentin der Deutschen Bundesbank in Düsseldorf. Da war das Who es Who, die wichtigsten Frauen von NRW waren da. Und ich habe bei der Vorstellungsrunde gesagt, was ich mache. Die haben mich mit großen Augen angeguckt und gesagt, was, mit sowas kann man Geld verdienen? Da gibt es eine Branche. Weißt du, da waren Polizeipräsidentinnen, Bürgermeisterinnen, die rechte Hand vom Laschet, alles, weißt du so. Und ich denke, okay, alles klar, wir sind ein komplett kleines Licht in diesem Universum. Weißt du, da wurde mir das einfach nochmal so bewusst. Und wir denken, wir sind die Götter, nur weil wir vielleicht auf einer Bühne stehen oder weil wir Menschen inspirieren. Aber ich finde, da muss einfach eine gewisse Demut mal her, um wieder die Chance zu haben, mehr Menschen zu erreichen, um nicht von oben herab zu sagen, hey, ich bin noch ein Trainer, ich bin noch ein Coach, was weiß ich, mir hören ein paar tausend Menschen zu und so weiter und so fort. Und das ist das, was es ausmacht. Jetzt klingt schon wieder, das ist wie Banks, aber egal. Das ist ein Zeichen für, wir kommen zum letzten. Ja. Also, Marina, danke, weil du sprichst mir aus dem Herzen, du sprichst mir aus der Seele. Genau so sehe ich das auch. Genau so. Dankeschön dafür. Hast du denn so zum Abschluss eine Botschaft, eine Aufforderung, vielleicht sogar wieder eine andere, irgendein gewisses Zitat von irgendeinem gewissen tollen Typen ja, oder mega Frau, was du gerne den Menschen mit auf den Weg geben möchtest? Ich meine, du hast jetzt gerade wir haben fast eine Stunde gleich geknackt. Echt? Die Zeit ist vergangen wie im Flug und das liebe ich dann immer, wenn ich tolle Menschen im Podcast habe. Aber hast du nochmal einen Punkt, ein Thema, was du den Jungs und Mädels nach all diesen geilen Nuggets, die du schon dagelassen hast, aber den Menschen mit auf den Weg geben möchtest? Mhm. Hast du? Stopp. Oh. Nicht gesprochen, gesungen. Scheiße, die Yvonne hat mir noch gesagt, dass das kommt. Ich hab gedacht, ich komme drum rum, eigentlich habe ich es verdrängt. Und man sieht die Farbe im Gesicht. Die ändert sich. Oh Gott, singen ist ganz schlimm. Aber das ist geil. Cool. Ich gebe dir vier. Einen Song vor? Also, das ist ja für. Also, wir haben ja schon so viele tolle Leute da gehabt. Und es geht auch gar nicht darum, ob es geil klingt oder so. Ja, einfach. Ich gebe dir vier Akkorde vor, dann hast du in etwa eine Melodie und dann freue ich mich auf deine Improvisationsfähigkeiten. Ready? Mhm. Okay, ich starte. 1, 2, 3, 4. Und, also sag mir, ob du was hörst. Ja? Okay. Mhm. 1, wann muss ich Nein setzen? Ich weiß noch nicht mal, wann vier Akkorde sind. Ich bin so unmusikalisch. Ich gebe immer so. Okay. Ich fasse mich ausnahmsweise mal kurz und sag, sei du selbst und alle anderen sind vergeben. Das war ein Rap. Aber egal. Das war jetzt ein Rap. Dankeschön. Dankeschön dafür. Und weißt du, was ich immer so geil finde? Egal, wer im Podcast ist, am Ende sind wir auch alles nur Menschen. Ich finde es super, dass wir selbst über uns lachen können und einfach diesen Scheiß mitmachen. Ich finde das so wichtig, mein Gott. Echt, man darf sich selber einfach, finde ich, nicht so ernst nehmen, weil sonst macht das Leben keinen Spaß. Und warum sind wir denn da? Ja. Marina, ich danke dir für diesen echt richtig, richtig geilen und vor allem tiefen Podcast, den du mit mir gemeinsam jetzt hier in die Welt gebracht hast. Danke dir für die Zeit. Ich weiß, dass du extrem eingespannt bist. Ja? Und daher nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du die Sehr Zeit gerne. Genommen hast. Sehr gerne. War mir eine Freude. Hat Spaß gemacht. In diesem Sinne. Rest. Bitte? Nicht das Singen, aber der Rest. Ja. Irgendwann mache ich ein Album mit allen Stimmen der Top-Speaker und Trainer und Coachin. Bist du unsere Karriere so schön?
In diesem Sinne, ich danke dir für deine Zeit. Dankeschön fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und vor allem, das Einzige, was ich noch hinzufügen kann, ist, macht euer Leben zu eurem Lieblingssong. Und ihr werdet jeden Tag tanzen und singen. Marina, dankeschön. Und ciao, ciao, ragazzi!